platzieren Sie die Pfosten und Balken in der gezeigten Position, damit diese in den nächsten Schritten bequem eingehängt werden können. Führen Sie die Schrauben der Balken in die Öffnung des Pfostens. Setzen Sie den Balken ab, sodass dieser einrastet. Wiederholen Sie diese Schritte, bis das Grundgerüst der Pergola steht. Im nächsten Schritt wird die LED-Beleuchtung angeschlossen. Trennen Sie hierfür vorsichtig die Profildiffusoren heraus. Verbinden Sie die LED-Bänder mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel, indem Sie diese durch die an den Pfosten vorgesehenen Öffnungen ziehen. Stecken Sie den letzten Balken an die Pfosten. Verbinden Sie das durchgesteckte Verlängerungskabel mit dem LED-Band. Verschließen Sie vorsichtig die Profildiffusoren. Ziehen Sie die Schrauben an allen Pfosten fest. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vor dem Festziehen in der richtigen Position sind. Im folgenden Schritt wird die Pergola an den Strom angeschlossen. Diese Schritte sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Schließen Sie die drei Adern an die Klemmen an und verschließen Sie danach die Dose. Ihre Pergola sollte nun stabil stehen. Nun werden die beweglichen Lamellen eingebaut. Legen Sie die Lamellen vorsichtig in die auf beiden Seiten vorgesehenen Führungsrillen. Achten Sie darauf, dass die beiden mittigen Lamellen am Motor mit einer Achse angebracht werden. Führen Sie diese vorsichtig in das Motorlager ein. Die gegenüberliegende Seite wird wieder gewohnt in die Führungsrille gelegt. Um die Lamellen miteinander zu verbinden, wird ein Pleuel an der Motorseite auf die Endstücke gesteckt. Danach können alle Lamellen mit Sicherheitsschrauben fixiert werden. Wählen Sie hierbei ein niedriges Drehmoment. Die Pfosten werden mit einer Schutzkappe abgedeckt. Die Regenrinne muss leicht schräg in die dafür vorgesehene Öffnung geschoben werden. Danach kann die Rinne in dem gegenüberliegenden Pfosten fixiert werden. Für den letzten Schritt müssen die Lamellen mit der Fernbedienung geschlossen werden. Legen Sie die Schutzabdeckung vorsichtig auf den Rand des Balkens und drücken Sie ihn in die vorgesehene Position. Und nun genießen Sie Ihre Pergola.